Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video, liebe Leute. Wie ihr sehen könnt, es ist arschkalt. Und heute im Video geht es um das Gefährt hier. Ich habe gestern meinen Bus weggebracht, den Camper. Der ist nämlich verkauft worden, habe ich euch ja schon im Livestream gesagt gehabt. Und musste natürlich auch wieder heimkommen und habe mir einfach ein Auto gemietet, hatte eigentlich eine A-Klasse reserviert. Und dann, weil es halt so viel Schnee lag da im Osten, haben die mich gefragt, ob ich nicht gerne ein Allrad-Upgrade hätte. Dann habe ich gesagt, ja klar, was haben sie denn? Und ja, es gab einen E53 AMG. Ich habe 30 Euro mehr bezahlt, Vollkasko, also kilometerfrei. Super. Und jetzt dachte ich einfach, wenn ich die gute Schüssel schon habe und kilometerfrei, dann mache ich doch einfach ein kleines Video drüber, weil ich meine, AMG ist eh immer cool. Ne? Also ich sage jetzt mal, jeder findet das wahrscheinlich irgendwie cool. Aber ich habe echt das Auto unterschätzt. Ich finde es wirklich geil. Und ich bin jetzt auch gerade bei meiner Mutter. Und wir fahren jetzt gleich mal eine Runde. Die ist sowas noch nie gefahren. Wir sind mal eine Runde BMW gefahren. 2 Minuten mit meinem. Fand sie ganz witzig. Aber das ist halt schon nochmal ein anderes Level, auch von innen und so. Bin mal gespannt, was die sagt. Gucken. Wir stehen schon sämtlicher Haar zu Berg. Wieso? Sieh ich doch. Wie findest du den Innenraum? Oh, geil. Hast du sowas schon mal gesehen? Das habe ich noch nie gesehen. Ja. Oh, krass, oder? Das Armaturenbrett. Auch Lenkrad und so, ne? Wahnsinn. Da überall. Ach, der läuft schon. Ja, ja. Hab angemacht. Und hier für Hund vorbereitet. Ich habe mir gedacht, ich mache spontan ein kleines Video, weil sowas hat man ja nicht alle Tage und dann kann man ja mal wenigstens irgendwie den Leuten versuchen zu erklären, wie sich sowas anfühlt. Weil, richtig. Ich meine, jeder kennt so Autos, aber so richtig, oder es wird bestimmt viele Leute geben, die sowas noch nie gesehen haben. Also, dich eingeschlossen. Ja. Ich zeig dir erstmal die Komfortfunktion. Ja. Was richtig geil ist, der hat dieses autonome Lenken. Also der fährt von alleine, echt? Wenn du willst. Ja, also so, ich glaube immer 10 Sekunden oder 15 Sekunden. Und dann, warte, du musst den Tempomat anmachen. Ja, woher weiß der, wo es lang geht? Der erkennt die Linien. Warte. Ach so. Das hört sich jetzt gar nach gar nichts an, wo du da vors Haus gefahren bist. Ist also laut? Wie Sau, ja. Der Fall da. Ehrlich? Ja. Das ist halt, also von hier innen, weil ich deswegen fahre ich auch die ganze Zeit so, weil ich halt denke, ja, das ist schön angenehm. Das ist und das ist jetzt, also lauter als so geht nicht, das ist schon Sport Plus. Das ist. Es ist echt laut von draußen. Das ist laut, also ja. Ich mach nichts. Ah, okay. Ich mach gar nichts. Ja. Da vorne bremst du jetzt wieder ab. Ja. Das ist krass, oder? Ja, das ist krass. Das Gefühl, ja. Also auch das Gefühl hier zu sitzen ist halt krass. Ja, also da. Weil du halt. Du. Du vertraust dem halt. Du wirst so, dich, ne? Gefahren lassen. Du vertraust dem halt. Also ich bin ja gestern 5 Stunden hingefahren mit dem Sprinter, der ja auch, keine Ahnung, der Sprinter steht ja dem eigentlich in nichts nach. Also ist ja nicht so Luxus, sportlich, ja. Und kein AMG, aber vom Fahren her ist es ja eigentlich genau, ja, das Gleiche. Ja. Und 5 Stunden wieder heim, im kompletten Schneechaos, wo man eigentlich übelst gestresst wäre. Und ich war echt entspannt. Ja. Also klar, 10 Stunden Autofahren sind 10 Stunden Autofahren, ja. Aber es war jetzt nicht irgendwie stressig in irgendeiner Art und Weise. Nackenmuskulatur wie ein Rennfahrer. Das ist Schießen. Ja. Ja, das ist schon krass. Und es ist halt, weißt du, es ist halt nicht, also weißt du, wenn du jetzt hochschaltest, klar, ist jetzt laut, jetzt mache ich 9. Gang, jetzt fährst du halt deine 200. 9. Gang. 9. Gang, jetzt fährst du halt 200. Das juckt den gar nicht. So, das ist mega komfortabel. Wenn du jetzt ein bisschen, wir haben jetzt keine Musik an. Wenn du jetzt ein bisschen Musik anmachst, dann plänkelst du so vor dich hin. Ja. So, 2,55 ist Schluss, aber das fährt er halt. 8. Gang, ganz gemütlich. So, das fährst du, 2,50. So, die Mama hat noch nie einen Launch-Control-Start gemacht. Der hat auch keine so eine richtige Launch-Control, sondern nur, der hat so einen kleinen E-Motor und den kannst du so ein bisschen vorspannen und dann fährt es halt los. Aber du hast noch nie einen Launch-Control-Start gehabt mit Allrad. Nee. Film mal in dein Gesicht. Nee, doch. Oder? Also du kannst, das ist voll weitwinklig, du kannst ah, so okay. Uns beide filmen. So toll, ich mein Gesicht nicht, ich bin ja okay. Immer gekämmt. Ready? Ja, da
vorne ist jemand, oder? Herrlich! Erstmal die Kamera aus der Hand gefallen. Perfekt. Ja, komm, toll. Versuch zwei. Versuchen wir nochmal einen. Geil. Da war, ich nicht drauf. Nee, ich weiß. Du musst die Kamera schon heben, also es fährt schon los. Ja, ja, ich hab's. Als Fahrer ist es, als Beifahrer ist es viel krasser als Fahrer, weil als Fahrer hast du halt das Ding in der Hand. Ready? Ja. Okay? Ja. Das waren schon 100. Krank. Ähnlich im Formel-1-Auto ab. Noch ein bisschen stärker. Wobei, mich würde es mal interessieren. Ich kann es schlecht. Mehr kann der fast nicht mehr gehen. Doch, es geht noch viel mehr. Vom Anfang her. Ja, 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 es geht noch viel, viel mehr. Ich war wirklich nicht drauf gefasst, dass mit der Kamera aus der Hand fasst. Du darfst heimfahren. Nee. Doch. Halt keine Kupplung. Warte mal. Rechts, hier rechts und dann nach vorne rutschen. Ja. Bisschen eine liegende Position. Nicht Linksfuß. Nee. Nicht linker Fuß. Für Bremse? Du hast keine Kupplung. Fährst du mit dem Automatik, also, ja, fährst du ja, nur mit dem rechten Fuß. Du hast nur einfach hier Bremse, einfach nach unten. Und dann bin ich im Drang. Genau. Soll ich dir nicht den Sport Plus Modus reinmachen, sondern ich mach nur Sport. Warte. Nochmal Bremse, nochmal runter. Der hat noch Parkbremse drin. Na, du musst. Ja, genau, so jetzt. So, ja, nee. Schon noch dabei. Nee, warte. Es könnte die Menschen ein wenig überfordern. So, fahren kannst du nichts falsch machen. Das ist wirklich einfach, es fährt einfach ganz normal. Du musst nicht schalten, das ist einfach Automatik. Aber kannst auch mal reinlatschen, wenn du willst. Schaltet von alleine. Bin mal gespannt, wie es die Luna nachher findet. Nicht, dass sie nicht mehr mit in meinen Bus will, weil sie sagt, ich will nur noch E-Klasse fahren. Auch geil mit dem Panoramadach. Sieht man das im Video? Ja, sieht man. Mega. Das kann man auch ganz aufmachen. Da hatte ich gestern kurz offen, da hat es reingeschneit. Das ist meine Mission, weil ich finde es immer lustig. So, die Mama lebt halt schon ein paar Jahre auf der Welt. Aber irgendwie war das halt, also heute ist es halt irgendwie normal. Alle in unserem Alter sind schon mal irgendwie einen AMG gefahren oder so. Aber früher, keine Ahnung, da war da halt, wenn du halt mal irgendwo mal ein 200 PS Auto gefahren bist, dann war das schon krass. Dann viel mehr. Ist ja wirklich so, also ist ja auch nichts Schlimmes, aber so heute ist ja wirklich, also ich meine jetzt das Auto zum Beispiel, das ist ein geiles Auto, aber wenn du jetzt sagst, ey, also wenn ich jetzt meinen Kollegen erzähle, ey, ich bin ein Auto mit 450 PS gefahren, dann sagen die, ah, cool, okay. Weißt du, das ist halt wirklich so, so ist die heutige Zeit halt. Aber ich find's lustig dann, Leute, die sowas noch nie gefahren sind, da mal irgendwie reinzusetzen. Ich muss unbedingt mal so ein 1000 PS Auto oder so irgendwie organisieren. Wo ich jung war, hätte ich es geil gefunden. Da hat es mir Spaß gemacht. Da war auch Motorradfahren, war halt. Ja. Es war was. Beschleunigung. Es ist halt so, ich finde halt mit dem Auto ist halt immer das Coole und das macht mir auch so eine wahnsinnige Freude am Auto. Ich meine, mit dem Motorrad, das Gefühl, was ich auf dem Motorrad habe, das kann mir kein Auto der Welt geben. Das, egal, ob es jetzt 5000 PS hat, das kriege ich nie. Aber mit dem Auto ist halt die Sache, du kannst halt einfach jeden mitnehmen und du kannst jedem das gleiche Gefühl geben. Ja. Und das kann ich halt mit dem Motorrad nicht. Ja. Also wenn ich dir jetzt einen E53 AMG Kombi, weil Limousine bringt dir halt nichts, dann würdest du wahrscheinlich sagen, behalt die Scheiße, ich will's nicht. Kombi würde ich dich nicht aus der Garage schmeißen. Kombi würde ich sagen, okay, kannst du meinen Tiguan für haben, wenn du willst. Würde ich machen. Da ist kein Schalthebel. Du hast hier Wippen, wenn du schalten willst, kannst du hier hinten einfach ziehen. Brauchst auch kein Gas geben dafür, kannst einfach so ziehen. Okay. Und wenn jetzt irgendwo deine Freundin an der Bushaltestelle stehen, dann zieh mal die Wippe. Zieh mal. Nochmal. 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 Genau. Das musst du dann machen. Ach, ohne Schalten. Ja, genau. Dann machst du so. Bababab. Und dann, wenn deine Freundin an der Ding sind, dann sehen die, oh fuck, die Annette, die fährt AMG. Jetzt kannst du wieder hochschalten. Spritverbrauch wird hoch, weißt du? Ja. Gut, das war es eigentlich von der Testfahrt soweit. Wie gesagt, Mama wird AMG kaufen. Kostet 120.000. Wer ist bereit, das auszugeben? Also muss ich jetzt echt sagen, wenn ich jetzt halt überlege, was manche andere Autos kosten, finde ich das nicht so arg teuer im Verhältnis. Ja, es ist, wenn du halt viel fährst, ist es halt schon geil Es kommt halt darauf an, was hast du an, wie viel ist das von deinem gesamten Geld? Ja.
Ja, auf jeden Fall. Was für ein Verhältnis steht. Für mich würde es gar keinen Sinn machen. Natürlich nicht. Selbst wenn ich das Geld hätte, weil ich das Auto so nicht nutze, weil ich sowieso mittlerweile in dem Alter bin, wo ich mir sage, Autofahren, naja, ich muss nicht unbedingt Du bist sowieso in einem Alter, wo du sowieso keinen E53 holen würdest, sondern wenn dann direkt E63, weil V8. Ja, wenn schon denn. Was meinst du, wie der Nachbar jetzt schaut, wenn du da mit einem AMG hältst? Der klotzt jetzt, ja. Der Nachbar. Wir sind jetzt wieder zu Hause und unser Nachbar ist gerade da und die Mutter fährt einfach mit dem AMG vor. Gerade. Tust du, soll ich ein Bild von jetzt hier drauf drücken? Das war's schon. Ah. Einfach jetzt auf Engine Stop. Das war's. Willst du so eine Russenhocke davor machen und ein Bild auf Instagram posten? Nee. Und so ein Flexer-Bild machen und sagen AMG gezogen? Eine Russenhocke. Kennst du nicht die Russenhocke? Kenn ich. Bremse anziehen muss ich nicht. Alles macht er automatisch. So, der ultimative Daily-Test mit Luna Hund. Komm her. Dogstyler passt zum Glück rein. Hab. Und wie findest du AMG? Ist okay oder kann man, würdest du kaufen, das Auto von AMG her? Ja, ist angenehm. Die Luna mag eigentlich nur die allerfeinsten der Kfz. Das heißt, mit irgendwie einem Scheißhaufen braucht man ihr nicht ankommen. Luna! Wie findest du das? Bist du beeindruckt? Also, keine Ahnung. Ich glaube, für die Luna, um sie wirklich zu beeindrucken, braucht man schon einen E63. Also, irgendwie macht sie nicht so den Eindruck, als ob sie jetzt sagt, boah, voll cool, ein Sechszylinder. Ich weiß es nicht. Ich werde noch berichten auf der Heimfahrt. Press vom Lounge, Luna. Wie findest du den Sound? Ja, Leute, so viel aus dem AMG. Ich muss die Schüssel jetzt wieder abgeben, noch einmal voll tanken. Auf jeden Fall ein geiles Auto. Ich denke mal, ein super Daily. Luna findet es ganz okay. Reicht auch, um der Mutter die Kamera aus der Hand zu hauen. Das heißt, die ist auch impressed. Wirklich echt mega happy. Oh, muss hier mal Musik ausmachen. Echt happy mit dem Auto. War echt eine coole Erfahrung, sowas mal zu haben. Ist die Frage, ob man es braucht, definitiv. Aber für mich auf jeden Fall was Erstrebenswertes, würde ich mal behaupten. Also ist auf jeden Fall ein Erlebnis, wenn man es sich leisten kann, so ein Ding zu besitzen. Und ja, macht auf jeden Fall das Autofahren ein Stück geiler, als es ein normales Auto tut. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe mal, dass ihr das Video lustig fandet oder zumindest ein wenig unterhaltsam. Sorry, dass es so wenig Videos gab in letzter Zeit, aber ich meine, ihr seht draußen, glaube ich, wie das Wetter ist. 1,5 Kilometer weiter auf. Meine Güte. Richtung Hagenau. Ihr seht ja, glaube ich, wie das Wetter draußen ist. Es ist einfach komplett ekelhaft. Man kann nicht wirklich was machen. Ich bin gerade viel am Arbeiten. Es gibt aber bald wieder ganz, ganz viele Videos. Wie gesagt, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Haut rein. The